Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Zwar habe ich hier eine ganz kleine Explosionsbox. Die hat eine Größe von 3x3 cm und die finde ich super süß als Upsalada, als, ja wie sagt man so, Tisch, wie nennt man das denn, Tischdeko, als Goodie für jeden so auf dem Tellerchen, wenn beispielsweise Weihnachten ist oder irgendein Anlass. Finde ich richtig süß, denn hier drin ist ein Tada Moncherie. Finde ich ganz drollig. Ja, und da habe ich gedacht, das kleine süße Schätzchen basteln wir einmal nach. Und ich habe hier einmal Flüsterweiß extra stark in der Größe 9x9. Das soll man drauf kleben. 9 mal 9 cm und bei 3 und 6 cm gefalzt. Der Deckel hat eine Größe von 5,3 mal 5,3 cm und den habe ich ringsrum jeweils bei 1 cm gefalzt. Dann habe ich hier noch ein süßes Schleifchen ausgemalt in Waldmoos und jetzt muss ich überlegen. Ja, Waldmoos hell und dunkel. Genau. Und dann habe ich hier noch einmal Designerpapier. Achtmal. Ich habe jetzt das Designerpapier Weihnachten im Herzen. So sieht das aus. In der Größe 2,7 mal 2,7. Und ein einzelnes in 3 mal 3 cm. Genau. Also ich fand das zu drollig, weil ich was gesucht habe, generell jetzt für, ja, wie sagt man, feiern, eigentlich an Weihnachten, warten wir erstmal ab, ob das so ist, aber so für jeden auf den Tisch, da kann man ja auch, Achtung, Werbung, oder Namensnennung, ein Ferrero-Küsschen reinmachen, sowas, muss ja nicht unbedingt Moncherie sein. Gibt ja auch Erwachsene, die das nicht mögen. Jo. Dann bin ich hingegangen und habe für mein Moncherie eine Schachtel gebastelt. Genau. So, erst außen. Ich habe natürlich schon das alles hier zurecht geschnitten bzw. auch verklebt. Und da jetzt hier innen und außen gleich sind, ist das wurscht. Ich muss wieder lachen. Es ist wieder wunderbar gerade. Ja, wie gesagt, da ist das ja wurscht. Wo ich anfange, ob innen oder außen. So. So. Und das ist auch wunderschönes Designerpapier. Genau, und dann kommt oben drauf auf dem Deckel einfach nur ein kleines Schleifchen. Zeige ich euch gleich. Woher das stammt, woher. Nein, und dann nur so. Zack. So, zwei Stück noch. Dann haben wir es geschafft. Zack.
So. Jetzt, falls ich aber in einem Video habe ich es glatt vergessen. Dafür mache ich es jetzt. Ist natürlich alles selbst bezahlt hier. Und so ist er schon mal quasi eingepackt. Genau, jetzt habe ich das einmal nach unten gebogen. Dann fallen die schon eher runter. Jetzt nehme ich meinen Deckel. Da klebe ich auch mein Designerpapier drauf. Man könnte jetzt auch an der Seite am Rand hier Designerpapier kleben. Aber das wird mir dann zu viel. Also habe ich nur das gemacht. Hier muss ich noch Kleber drauf machen. Das habe ich vergessen. Ich wollte sagen, manchmal hat man so das Gefühl, irgendwas wolltest du noch machen, aber kommst da nicht drauf. Jetzt, wo ich das sehe, weiß ich jetzt wieder. Zack. Jetzt wird das einmal wieder eingeschnitten. So. Da ist ein Zipfel. Na? So. Ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben und sagen, was ihr so gerne mal sehen wollen würdet auf meinem Kanal. Und wie euch die Videos so gefallen, damit ich auch so ein kleines Feedback habe und Bescheid weiß. Jo, das gefällt euch oder ihr nee, das eher nicht. Genau. Na. Der letzte Schnupsi wollte nicht. So. Das geht aber weg. Guck mal, wie süß, wie klein. Habe ich das noch hier? Warte. Könnt ihr euch noch an die Box erinnern? Da gucken wir, wie klein. Die ist 7x7 cm. Upsala, ich sollte auch in der Kamera bleiben. Richtig drollig. Zack, rüber. So, und jetzt habe ich hier dieses Schleifchen. Das habe ich aus dem Stempelset Geschwungene Weihnachten. Dieses hier. Also entweder stempelt ihr euch das einmal und die beiden Schleifenenden malt ihr quasi in einer anderen Farbe an, wie die Schleife selbst. Ich bin hingegangen und habe es ausgeschnitten und in dieser Farbe draufgeklebt. Warum, wieso, fragt mich nicht. Ich kam irgendwie in den Wahn und habe das so gemacht. Und ja, jetzt nehme ich meinen Dimensional und schneide den einmal halb durch. Klebe den jetzt hinten auf die Schleife auf. Oh, stabil ist er, das muss ich sagen.
dadurch, dass die doppellagig ist. Dann klebe ich die hier immer so schräg auf. Zack. So, und jetzt wird die Box hier zugemacht. Und so sieht das jetzt einmal aus. Richtig drollig. Also mir gefallen die sehr gut. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ja, wie ihr die so findet, wie ihr die Idee so findet. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach noch eine kreative Zeit und warte auf Kommentare von euch. Genau. Bis dann. Tschüss.